starten wir los. Nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zum ersten Hackabschor-Fan-Talk der Saison. Nach unserem ersten Heimsieg tut ziemlich gut heute 2:0 gegen den Waldhof. Einer, der einen großen Anteil daran hatte. Unsere Elf ist dabei. Fabi Greilinger, dein Applaus. Danke. Tut gut, oder? Der Applaus. Und ja, ist uns beiden, glaube ich, schon ein bisschen ein Stein auch vom Herzen gefallen. War natürlich viel zu lesen, viel zu hören im Vorfeld. War vielleicht die Vorbereitung bei dem einen oder anderen, die Ergebnisse auch nicht so, wie man sich es vielleicht gewünscht hätte aus Löwensicht, ganz klar. Trotzdem, Ligastart oder Ligaspiel ist nochmal was anderes. Ligabetrieb hat heute ganz gut funktioniert. Wie hast du die 90 Minuten gesehen? Ja, genau so. Also ich würde sagen, Vorbereitung ist Vorbereitung. Heute hat man gesehen, wenn's losgeht, das ist halt doch nochmal was ganz was anderes. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, gegen wen wir zum Beispiel letzte Woche gespielt haben. Wir haben das nicht schlecht gemacht, würde ich mal sagen, 2-0 gewonnen. Auf das kann man aufbauen. Ich sage ganz ehrlich, Fabi, 7 neue in der Startelf ist wahrscheinlich schon auch irgendwie schwierig. Ich meine, es wird oft geschrieben, quasi ein bisschen eine Wundertüte, noch eine zusammengewürfelte Mannschaft. Aber jetzt mal so aus erster Hand die Info, wie ist das? Seid ihr euch untereinander schon grün? Habt ihr euch schon ein bisschen eingespielt? Oder ist das nur, sind das nur Dinge, die man von außen rein interpretiert? Also ich glaube, man hat ja gesehen, dass in der Truppe passt. Und ich finde, man hat ja gesehen, was bei den Löwen wichtig ist, dass jeder reinhaut, jeder kämpft, und das hat man heute, finde ich, auf dem Platz gesehen. Jeder, der was das Trikot angehabt hat, egal ob er dann von der Bank gekommen ist, hat einfach 100% auf dem Rasen lassen, und deswegen gewinnst du in der Liga als Spiele. Genau deswegen gewinnst du in der Liga Spiele, so ist es. Und wir waren gerade gemeinsam vor der Kurve. Es war auch der Tenor vor der Westkurve. Hauptsache immer alle 100%. Und solange die Fans das sehen, wird, denke ich, relativ viel verziehen. Wir sind ja eigentlich leidgeprüfte Fans. Deswegen, solange alle 1860% uns Herz auf den Platz lassen, wird, glaube ich, relativ viel verziehen, auch bei einem Heimspiel. Ja, das sehe ich genauso. Also kann jetzt nichts hinzufügen. Du hast, glaube ich, einen eigenen Fanclub in der Stehhalle dabei gehabt, oder? Zumindest gab es viele, viele Greili Sprechchöre nach dem Spiel. Hast du die irgendwie instruiert? Hast du Freibier ausgegeben oder hast du einen eigenen Fanclub dabei? Na, also eigentlich nicht. Also mein Dad ist auch in der Stehhalle gestanden, von dem her kann es auch nicht der gewesen sein, aber ist natürlich schön. Also macht dann, muss ich grinsen, das freut mich natürlich narrisch, aber... Also ich meine, allein kann man ein Spiel auch nicht gewinnen, und von dem her ist es immer eine Mannschaftsleistung. Es ist Fußball und nicht Tennis. Einer der letzten Verbliebenen und natürlich auch hier gebürtig, man hört es ja schon, wir haben jetzt zwar gehen, bayerisch kommt natürlich bei unseren Fans immer sehr, sehr gut an. Musst du da jetzt ein bisschen Aufbauarbeit leisten bei den ganzen Neuzugängen, denen ja ein bisschen das ausdeutschen quasi? Boah, ich glaube, also da ist Hopfen und Malz verloren, also da kann man teilweise nicht mehr auffangen. Also es sind schon sehr wenige jetzt, die was Bordisch reden. Also neben mir in der Kabine sitzt der Mitch Glück, also mit dem kann ich dann immer Bordisch reden, aber das kommt dann auch schon fast rüber wie eine Fremdsprache. Also da, wenn es lässt oder so, da versteht die keiner in der ganzen Kabine. Ja, schöner können wir so einen Hackabschor-Fan doch gar nicht beenden. Mir fällt da schon gar nichts mehr ein. Ganz kurzer Ausblick noch, jetzt Gott sei Dank, also leider eigentlich Pause, eine Woche, weil wir hätten natürlich gerne Pokal gespielt, logischerweise. Es geht im Toto-Pokal weiter, aber für euch vielleicht auch gut, sich jetzt nochmal eine Woche einzuspielen, oder? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das Training nicht Larifari wird. Also ich glaube, wir werden schon sauber ackern wieder. Und dann geht es ja mit dem Toto-Pokal schon wieder weiter. Gott sei Dank jetzt einmal nicht so weit die Auswärtsfahrt. Und dann hoffen wir, dass wir da mal ja, wieder in die nächste Runde einziehen. Das hoffen wir alle, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder DFB-Pokal spielen. Das zweite Wochenende im August. Da hat man uns schon ganz gern wieder rot im Kalender anstreichen. Auf alle Fälle. Trinken wir ein Bierchen gemeinsam oder bleibst du alkoholfrei? Ja, wir können schon anstoßen. Wir können schon anstoßen. Okay, das ist ein Wort. Dann darf ich sagen, Hackabschor-Fan-Tag, jeder schnappt sich ein Bierle. Und sagen danke für deinen Besuch. Glückwunsch zum Heimsieg. Schön, dass ihr da seid. Auf die neue Saison.
Und dann darf ich sagen, trinken wir gemeinsam mit einem Hackabschor auf die Löwen, auf die Löwen, auf die Löwen. Prost. Prost.